Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin Mr. Black. Jetzt gehen wir endlich in dieses Dimensionstor, was hier so in der Ecke ist. Das heißt, auf Seite Hü. Und los geht's. In der letzten Folge haben wir ja nur ein bisschen geappt und so weiter und so fort. Aber naja, gut, gehört alles dazu. Muss halt auch mal gemacht werden. Tölt ja nix, tölt ja nix. So. Oje, jetzt läuft mir schon wieder die Nase. Ja. Wie gesagt, mittlerweile ist es Zeit für einen Heuschnupfen, zumindest bei dem warmen Wetter draußen. Das freut mich natürlich wieder tierisch. Ich muss da wirklich mal gucken bei Gelegenheit. So. Sieht aus wie ein Schmetterling. So. Viele der Vorrats hier verschwinden hier einfach. Bitte untersuche den Grund dafür. Okay. Bist du gut da, hä? Ja. Nee, bist du nicht. Monster kommen, sei bitte vorsichtig. Ach, da kommt ein Monster. Soldat des Teufelsdoms. Okay. Hinweis, die teuflischen Monster kommen. Na gut, ich guck mal. Die scheinen genauso wenig Schaden zu machen wie im... Wo war das? In dem anderen Dimensionstor. Keine Ahnung, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie das Teil hier heißt. Ach, Teufelsdom-Baracken. Da steht's ja. So. Entsprechend werden die wahrscheinlich genauso viel... Na, obwohl, die geht schon ein bisschen runter. Und dadurch, dass ich jetzt meine AOE habe, bin ich ganz zufrieden. Wird zwar immer noch länger dauern als normalerweise, aber pff, was soll der Geiz? Die kriegen immerhin ordentlich Schaden ab. Das ist doch auch schon mal was wert. Achso, ich sollte mal hier. Zack. Jawohl. Also gut, nicht zu treffen oder nicht getroffen werden ist immer gut. So, wir rennen jetzt eine Weile im Kreis. Ja, die Folge davor haben wir viel im Kreis gemacht. Jetzt rennen wir im Kreis. Nee, na gut, es zählt ja nichts. Diese blöden Baracken hier, wenn da so ein paar Soldaten rumrennen, müssen wir natürlich die ganzen Baracken ausmerzen hier. Blub. Blub. Und hopp. Mal alle wieder einsammeln. Der Vorratsanführer steht nur da und macht nichts. Das ist fies. Hopp. Ja, wie gesagt, das dauert wieder. Hat man ja beim letzten Mal im Teufelsdom, in der letzten Dimensionstor. Die Dinger halten hier viel aus. Machen aber kaum Damage. Naja, was soll's? Müssen wir uns halt mal ein bisschen mit beschäftigen hier. So, ich mach mal so ein bisschen ein paar Vergiftungen mehr draufhauen. Vielleicht kriege ich da ein oder zwei ein bisschen schneller runter. Mal gucken. Lalalalalala. Hopp. Mal gucken. Mehrfachschuss mal einsetzen hat man dann nicht mehr. Hier, guck mal, die hauen alle auf mich drauf und machen so wenig Damage. Schon normal, nicht normal so. Was war das? 500er Schaden, 500er Crit habe ich den reingehauen gerade eben. Guck. Ach so, ja doch, okay, passt schon. Die 40 sind ja das Giftschaden. Und die 500 sind schon das richtige. Boing. So. Also das mit dem Vergiften, naja, wir machen es mit. Wie gesagt, es bringt wahrscheinlich nicht so extrem viel. Aber wir haben doch Zeit. So, die Rollen sind jetzt übrigens auch alle. Was nicht so schlimm ist, wir können ja welche nachladen. So, machen wir gleich mal ab. Muss ich mal bei Gelegenheit auch mal wieder welche machen. Die sind, ja, es sind noch einige da, aber es wird so langsam alle. Aber das ist ja ganz normal, wenn man hier haut und so weiter und so fort. Dann ist klar, dass das irgendwann weniger wird. Oh, einen haben wir weg. Nehmen wir uns dann mal den nächsten vor hier. Hopp. Hopp, bisschen Zusatzschaden. So. Guck mal, magisches Teil. 3 haben wir. Und für die Quest brauchen wir 20. Na gut, okay. Es dauert halt seine Zeit. Aber das hatte ich eigentlich fast erwartet. Nachdem was im anderen Dimensionstor los war, wo ich wirklich ewig an der einen Boss da gehauen habe. Vielleicht muss ich das auch hier wieder so machen. So, was ist das für Viecher? Feder. Achso, hier von denen brauche ich Federn. 20 Stück. Na gut. Irgendwelche kommen da schon wieder. Hm. Sowas. Böse teuflische Monster. Ich renne hier im Kreis. Die sind wohl. Ey, die sind. Du lass natürlich nicht vergiften. Das ist ja voll fies. Brauche ich ja noch länger. Naja, gut. Ein Gift kann ich denen draufhauen. Gehirn gewaschene Voraus. Komm. Aber die kriegen dafür mit mehr Damage, wie es aussieht. Ja, na gut, dann könnte es sogar gehen. Bin ich zufrieden. Wenn die nicht ganz so viel aushalten. So. Bin eindeutig
warum auch immer, ein bisschen zu schnell. Wahrscheinlich durch den Titel. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, dass ich so extrem schnell bin eigentlich. Wie vor denen wegrennen. Das dürfte normalerweise nicht passieren. Das ist mir schon fast wieder zu schnell. So. Hopp. Noch ein Hip. 700. Lalalala. So, hier sind ja auch wieder frei. Also hauen wir da einfach wieder drauf. Flupp. Wunderbar. Weiter. Mhm. Naja, den ersten haben wir ja schon zur Hälfte runter. Ja, ich weiß. Ich habe immer so langweilige Sachen in letzter Zeit. Hm? Erst die ganze Aufwärterei und dann das hier. Aber es zählt ja nichts. Muss alles gemacht werden. Es gehört alles dazu. Gehört alles zum Spiel. Und irgendwann wird es ja auch mal wieder ein bisschen besser. Ich schwör's. Ich hoffe zumindest, dass ich schwören kann. Nee, wird schon. Keine Sorge. Flup. Und hopp, hopp, hopp. Die dumm, die dumm, die dai. Na komm. Ha, jetzt weiß ich nicht mal mehr, was ich sagen soll. Ihr merkt schon, ich bin stumm, weil ich einfach keine Ahnung habe. Ich habe was fest nicht erzählen. Diese Voras, die rennen ja dumm dämlich hinterher. Und da wird da nichts hier. Wie gesagt, hier wäre es wahrscheinlich schon von Vorteil, nicht wegen, weil die so viel Schaden machen, sondern einfach, weil das sonst ewig dauert, mal in Gruppe reinzugehen. Oder ich mache es halt wie beim letzten Mal, dass ich halt erst ein bisschen stärker werden möchte, bevor ich hier richtig anfange rumzuhauen. Oh! Feder der Voraus, 1 von 20 haben wir ja schon mal. Ich werde, wie gesagt, ich war auch wie beim letzten Mal hier nur einen Test machen, nur dass ich beim letzten Mal ja ein bisschen verhauen habe und ein bisschen zu spät reingegangen bin. Dieser Fehler wird mir nicht mehr passieren. Ich werde auf jeden Fall hier, bevor ich Level ja 61 werde, so lange dürfte das Ding ja aufsäulen, hier nochmal reingehen. Das verschwöre ich bei meinem Leben. Ob ich dann mit Gruppe oder nicht, weiß ich nicht. Wie gesagt, es gibt ja schon mittlerweile viele, die mich anschreiben und sagen, hier, du, ich möchte mal gerne mitzocken und so weiter und so fort. Das Angebote, wie gesagt, alle Angebote, alle Namen von den Angebotenen schreibe ich mir natürlich auf. Aber, wie gesagt, da ich einen Großteil auch alleine machen will, weil sich das immer ein bisschen schwierig koordinieren lässt, sehe ich schon bei meinen anderen LPTs, da ist das schon allein mit dem Düllen schon schwierig. Jetzt muss ich das quasi hier noch machen. So, jetzt habe ich die gehirnwaschenden Monster besiegt und was jetzt? Ah, geht's Tor auf. Cool animiert. Schöne Sache. Wie gesagt, sowas kennt man eigentlich von Fiesta nicht. Und ich sag schon wieder so oft wie gesagt. Liegt bestimmt an der Folge. Na gut. Dann. Von denen haben wir ja schon 5. Gehen wir nächstes Mal mit. Lalalalalala. Huch. Darf man nicht stolpern hier. Hep. Kommt mal alle mit. Liebe Voras. Nicht, dass er denkt, dass das hier eine Vorratsdatenspeicherung oder sowas. Nein, maximal eine Vorratsdatenspeicherung. So, die werden wenigstens wieder grün. Dafür haben sie weniger Schaden. Das werden ja immer mehr. Das werden ja immer mehr. Das werden ja immer mehr. Ne, das macht nichts, solange die hier hinterher rennen wie die Wilden. Ist da alles kein Problem bei. So. Entweder treffen die nicht oder was auch immer. Oh, habe ich vergessen, Steine da aufzufüllen? Das kann natürlich sein. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr. Naja, was soll's. Dann machen wir halt nicht ewig hier drin. Aber halt auch nicht unewig. So. Bester ja, wie ich meine, oder so. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja die erste Quest zumindest mal fertig hier. Diese 20 Stück. Ist eine wiederholbare. Das heißt, wir werden da sowieso die versuchen nochmal auszunutzen, bevor wir in Abbey gehen. Da waren wir ja auch schon eine Weile mal drinne. Damit es nicht zu langweilig wird im Abbey. Aber wird schon. Der eine Typ, der rennt nur hinterher. Der kann auch mal mit draufhauen hier. Nicht immer nur alles mich machen lassen hier. Voras-Anführer. Diese blöden Soldaten, die sind doch scheißegal hier. Komm, die tun dir doch nichts. Die tun ja nicht mal weh. So ehrlich, ja. Und ich muss mich hier mit denen abmühen. So. Hopp. Hat eigentlich ja mal einer gezählt, wie viele das sind? 5 oder 6 dachte ich wieder, hm? Werden wir sehen. Achso, ich könnte ja mal hier wieder das Sache ein bisschen beschleunigen. Dann ich ja dann mal ein bisschen mehr Damage gebe. Ein bisschen Gift ist immer gut. So, hoppa, hoppa, hoppa.
Sind das eigentlich hier so Schmelzöfen oder so? Sind da hinten noch welche? Kann ich die gleich mitnehmen? Ich will euch gleich alle mit auf einmal hauen. Kommt. Kommt, kommt, los, Leute. Da hinten. Kommt her. Hallo. Hier kommt ihr hinterher hier. Ich muss schon immer Pause machen. Ach nee, das sind Gefangene. Die Gefangenen kann ich leider nicht hauen. Bom. Oh, da haben wir aber schon den ersten Platz. So. 6 von 20. No, das sieht doch gut aus. Und hip. Dann rennen wir halt hier im Kreis. So. Muss ja nicht sein. Ja. Der Peter von Inseln singt halt im Hintergrund, hol mich hier raus. Nein, nein, wir bleiben schon noch ein bisschen. Vermutlich meinen sich, schreien die Gefangenen das. Was anders kann ich mir da gar nicht erklären. Irgendeiner muss es ja schreien. So, hopp. Lalalalalala. Hopp, hopp, hopp. Naja, ich hab Zeit, Leute. Und wir? Ihr fallt eh alle um, früher oder später. So. Siehste? Manche früher, manche später. So, Magiekristalle brauche ich nicht. Oh, das ist dann sind schon fast die nächsten tot. 9 haben wir schon. Das waren sogar mehr als 5. Oh, sind das sogar tatsächlich? Ne, sind 8. Also 10 sind es nicht gewesen. Bezweifle ich doch stark. 12. Na, 13, 14. Wenn sich da nicht doch noch einer drin versteckt. 14. Tatsächlich, da waren 2 drin. Dann war das doch 10. Bumm. Dieser riesige Bau wird von einer großen Energie geschützt. Folgen wir dem Fluss der Energie. Okay. Hallo? Nun geht er auf. Oh, Schmörebröt oder Schmörebröt hat sich soeben den Titel Quest-Profi verdient. Glückwunsch. So, wo ist denn der Strom Energie aufgegangen? Welche Seite? Ne? Eben. Hab jetzt gar nicht aufgepasst. Beide Seiten oder nur eine? Da drüben ist offen. Hier ist noch nicht offen. Na gut, dann gehen wir da mal rein. Lalalalalala. Kann ich hier drin eigentlich reiten? Tatsächlich. Beeile ich mich mal ein bisschen. Du kommst hinterher, was? Ja, wird schon. Was sind hier? Immer noch die Soldaten. Energiefluss wurde unterbrochen. Ne? So, komm, hauen wir erstmal die hier. Kommt mal alle mit. Lalalalala. Ein ganzer schöner Raum zum Aufräumen. Flupp. Jetzt haben wir sie mal alle mit einmal da. Schauen wir hier als erstes umfallen. So. Kann übrigens sein, oder ich werde es wahrscheinlich so machen, um da hier ein bisschen auch wieder Zeit zu sparen, dass ich quasi die zwischen den Folgenpausen dann immer ein bisschen runterhaue, wenn es denn gerade sich anbietet. Das heißt, wenn ich gerade bei den Mobs bin, werde ich nicht anhalten und winken zum Abverabschieden, sondern werde mich halt dann so verabschieden. Ein paar Minuten sind es ja noch. 1 oder 2 kann ich ja schon noch hauen. Und dann werde ich halt ein bisschen für die Pause mit runterhauen, dass ihr nicht alles sehen müsst, wenn ich hier still, stumm im Gegend rumrenne. Also hier nur im Kreis rum. Muss ja nicht unbedingt sein. Aber halt kurz, bevor ich hier alles platt habe. Schadet auf keinen Fall. Weil, könnte ja sein, dass wieder was Neues passiert. Das dürft ihr ja nicht verpassen und so. So. Ich wollte es ja nochmal erwähnt haben. So. Einmal im Kreis. Und hier auch. Hopp. Au, Schreiter. Au. Tu ich dir weh? Tut mir leid. Ich schwör's. Es tut mir wirklich leid. Natürlich nicht. Was dachtest du denn hier? So, ich brauche meine Brille, ne, diesen blöden. Nee. Werde ich bald aufgeben hier. Oder habe ich schon aufgegeben? Du stand ja unter verfügbar, glaube ich, oder? Gar nicht hingeguckt. Oh, mir leuchtet die Nase jetzt. Na gut, ein paar Minuten halte ich noch durch hier, oder eine. Und dann kann ich so während der, in der Folge mal so nebenbei mit ein bisschen schneuzen und so. Das muss ja alles sein. Lalalalalala. Na komm. Vor allem die Hälfte haben wir schon von denen. Wie sieht's denn eigentlich mit den anderen aus? Nö, nochmal nicht. Nein. Soldaten, Energieerz. Wo ist denn hier Energieerz? Das hier? Das ist Energieerz. Muss ich wohl auch noch hauen? Na, ich mach erstmal die hier. Ich mach erstmal die hier. Eins nach dem anderen, Leute. Flupp. Und hüppel die Hüpf.
Hopp, geh mal du hier. Soldat, damit ich weiß, wo die Binnen sind ungefähr. Okay, ich würde sagen, wie ich es gerade angekündigt habe, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Beziehungsweise ihr macht Pause, ich hau hier so lange weiter, bis es gleich weitergeht. Dürft ihr nicht mal viel sein. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Freut mich, dass ihr mir eingefallen schalten habt. Bis morgen, denn tschüss.